Ja, Emanzipation ist ja eigentlich nur ein anderes Wort für Selbstkasteiung. Ja, Selbstkasteiung. Selbstkasteiung heißt ja per Definition, man nimmt alles auf sich zum Wohle eines höheren Gutes. Und da sind wir Frauen trainiert. Wir sind trainiert, wir wollen alles machen, wir können auch gar nichts abgeben. Der Mann kann es ja eh nicht besser. Ja? Wir wollen es natürlich alles selber machen, ist doch logisch. Ja? Ach nee. Also jetzt muss ich ja mal einfach dazu sagen, jetzt bei so einer Schwangerschaft muss man ja drüber reden, ja? Diese ganzen körperbedingten Dehnungsveränderungen, die man da hat. Ja? Ich habe jetzt seit neuestem so Orangenplantage. Klitzeklein natürlich, ja. Das gefällt meinem Mann auch nicht. Aber der ist dann immer ganz positiv, ja. Und dann guckt er mich so an und sagt dann ganz liebevoll, komm mal her, mein kleines Valenzina-Nektarinchen. Da habe ich mir doch letztens den Fehler habe ich gemacht, dass ich mir was zum Geburtstag zum Pflegen gewünscht habe. Ja. Was hat er mir geschenkt? Ein Obstschäler. Ja, dann habe ich den erstmal angeguckt, habe gedacht, wat nur du. Zum nächsten Geburtstag gibt es für dich auch einen Eierkocher. Ach, Emanzipation. Ja, Selbstkasteiung, wir sind trainiert als Frauen. Wir wollen einfach alles an uns reißen, wir wollen es machen. Wir müssen es machen. Wir sind christlich erzogen. Ja, die Christen haben zum Kasteien eben die Bibel und die Frauen haben die Brigitte. Die Brigitte, die moderne Betriebsanleitung für die Frau. Und da steht's drin, wie sie zur ordentlichen Konsumentin werden können, was sie alles machen müssen, was sie essen dürfen, besser, was sie nicht essen dürfen, ja, natürlich, ja, und was sie noch am Wochenende machen, damit die Familie glücklich ist, und natürlich Röschen in die Butter reinschnitzen, ja, ist doch klar, mache ich doch gerne, ja. Oder auch Eigenurintherapie, ja, Eigenurin, ja, die Falten sind weg, du findest halt keinen mehr zum Küssen. Wir sind schon auch selber schuld, dass wir nicht einfach Nein sagen, wir Frauen. Wir haben es echt gefressen. Wir wollen einfach immer alles selber machen. Wir wollen es perfekt machen. Wir wollen alles gut machen und schön sein und sexy sein und alles, alles, alles. Wir haben eine Vision der Perfektion. An. Ach du Schreck, ist schon so spät, gleich mal Stress fördert die Aktivität. Augen auf, Haare blatt und ich fühle mich schwer, kein Problem. Es muss Wasser her, und zwar warm und nicht kalt. Ayurveda halt an die Falten, BH-Flux abgeschnallt. Und der Sport meditieren beim Spiegelcheck. Ich peel mir alle Falten weg. Ich bin schön, wie ich mir noch vom Spiegel mental suggeriert. Und der Bauch muss weg und der Rest vom Speck. Es gibt so viel von mir. Auch das Kreuz tut mir weh und der Schmerz fällt mir doch gleich wieder die Steuer ein. Steuer rein, Pille raus, durchs Gut, Pille wirkt. Ich lass das Denken sein. Der Wille ist billig, das Fleisch in Reflexion. Ich strebe voll Eifer nach großer Perfektion. Vorhang auf, Duschen zu, Epilierer an. Mit dem Schmerz fängt der Tag viel schöner an. Und dann los in die Hose. Dabei fällt mir ein, das Kind muss noch ins Auto rein. Meine Nerven haben sich schon verpisst, bis das Blatt endlich mal in der Schule ist. Räum dann eben noch schnell die Spüle ein. Doch der Schelz, ich bin nicht daheim. Die Vision der großen Perfektion. Brigitte, sag bitte, das machen Sie doch schon. Hechle hinter meiner Seele her. Mit Liste vergisste zum Glück gar nichts mehr. Hey, alle fragen mich, wie ich das aushalte. Immer tipptopp, sogar im Haushalt. Andere würden da bekloppt. Wisch, 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 wisch. Andere würden da bekloppt. Aber ich bin Lady Gauger und ich sag's euch mit nem Reim. Wo ist der Staub? Ich bin der Sauger hier in meinem kleinen Eigenheim. Hey, willst du diese Homefrau dissen? Ey, du Opfer, pass mal auf. Sonst kriegst du's mit dem Sofakissen. Eins mit der Handkante drauf. Die Vision der großen Perfektion. Brigitte, sag bitte, das schafft sie doch schon. Hechle hinter meiner Seele.
Seele her. Mit Liste vergisste zum Glück gar nichts mehr. Ich bin schön, wie ich mir noch vom Spiegel mental suggeriere. Nur der Bauch muss weg und der Rest vom Speck, es gibt so viel von mir. Gar nicht leicht, bin Erfolg beim Mann im Job und auch noch gute Mutter sein. Ja, ich mag und ich schnitze und ich flitze sogar Röschen in die Butter rein. Nachts ran ich, sie ahnen es sicherlich schon, von einer Riesendauerperfektion. 10 nach 8, so ein Scheiß, wieder zu spät dran. Was seh ich heute nur zur Arbeit an? Nicht zu viel Sexappeal, du wirst gemobbt, weil man denkt, dir der Chef gepoppt, weil die Stress-SMS von meinem Kind hat verloren bei den Ohren, was ich groß ist, sehen. Schreib zurück, keine Zeit, ruf die Oma an, die näht sie da doch wieder dran. Wie, was du nicht sagst, sie schon tot. Ach ja, ich seh auch schon, wie sie tot. Auf dem Rückweg stau ich, arme Sau, war im Büro, nicht auf dem Klo. Ich muss ja so, und dabei fällt mir 7 Teils ein, wie schnell das Leben doch vorbei sein kann. Und voll im Stress komm ich nach Haus. Wie sieht's hier wieder aus? Mein Mann kommt heim, will jetzt zärtlich sein. Ich sage nein, muss das jetzt sein? Hab Haar am Bein. Und er sagt, Liebling, denk doch heute bitte ausnahmsweise auch einmal an mich. Vorhang auf, Dusch zu, Epilierer an und dann los, alle hopp, ab ins Bett, aus das Licht, Ehepflicht. Das war schlicht. Und morgen fängt der Scheiß von vorne an, den Braten in die Schule fahren und danach noch den Chef entern. Mit PowerPoint das Kind poliert, dann zieh ich mir die Spüle an und schnitze Röschen in meinen Mann. Ich bin verdammt nochmal perfekt und ausgeglichen, also check's. Gute Nacht, mein Schatz, Schmatz, tata. Ja. So sieht's aus.